und herzlich willkommen. Monja Berardino-Cio ist mein Name und heute habe ich hier für Endlich Wirklich Frei wieder ganz zauberhafte Gast. Und sie erzählt uns heute, was sie erlebt hat in 24 Wochen Endlich Wirklich Schlank. Und sie heißt Diana. Hallo und herzlich willkommen, Diana. So schön, dass du da bist. Magst du mal selber dir vorstellen, warum bist du eigentlich zu mir gekommen? Wie war das so und was hast du so Schönes erlebt wie mir? Okay, ich bin Diana, 45, auch schon. Ja, hallo. Drei Kinder, Mann, Beruf, Job, halt alles gerade in diesem Alter. Und genau, ich bin zu Monja gekommen, weil ja, ich hatte schon dreimal zumindest 20 bis 30 Kilo abgenommen. Und beim letzten Mal ging es relativ schnell, wo ich wieder 10 Kilo mehr drauf hatte und ich wusste, so, es wird jetzt das letzte Mal. Wie beim Rauchen, ganz früher, das vierte Mal, das letzte Mal, jetzt muss es echt das letzte Mal sein. Und dann habe ich mich über Hypnose ein bisschen informiert und dann dachte ich, ja, vielleicht wäre das was. Wohin muss ich da fahren? Und dachte ich, bist du blöd, du kennst die Monja jetzt. Warum hast du mich kennt überhaupt? Erstens kannte ich sie von der Schule, Parallelklasse und dann wiedergefunden. Im Facebook und dann eben über das Yoga-Studio und genau, ja. Über Facebook halt hauptsächlich, wo sie das dann auch fortgestellt hat. Genau. Das heißt, du hast ein Video von mir gesehen oder mehrere? Mehrere und dann eben die Werbung, wo du gemacht hast für Endlich Wirklich Schlank, genau. Wir machen Endlich Wirklich Schlank jetzt dann schon das dritte Mal, immer Anfang Jahr. Das heißt, wenn das dich interessiert, dann sei schnell. Was war anders? Wie bisher? Du hast ja schon mehrfach viel abgenommen. Die Ansätze, weil eigentlich weiß man ja schon viel, was gesund ist, was man machen soll, was nicht. Hast du nicht das Gefühl, dass manchmal zu viel? Manchmal ist man so erschlagevoll. Ja. Das darf man nicht, das macht ja. Nicht Fett, nicht Zucker, nicht das, nicht... Es stresst einen viel mehr. Oder? Sondern es ging in erster Linie Glaubenssätze, so ein bisschen um sich selbst schauen und genau. Ja. Und ja. Spaß. Ja, mega, oder? Erzähl mir mal, wie schlimm war es denn? Was durftest du alles nicht essen und welche Rezepte musstest du kochen? Wir durften alles essen. Manche mussten sogar lernen, alles zu essen. Je nach Diäten, was man schon gemacht hat, hat man sich angewöhnt, gewisse Sachen einfach wegzulassen. Und das hieß jetzt erstmal, du darfst alles essen. Und jetzt kann ich auch genießen, wenn ich Lust habe, zu Hause Eis zu nehmen, auch dick Sahne drauf. Weil Eisbecher geht nicht ohne Sahne bei mir. Und dann hättest du es dir... Verbote vorher? Verboten? Ich habe es halt einfach nicht gemacht, weil ich dachte, oh nee, komm, sonst. Oder du darfst nachher das nicht essen. Oder ja. Also wenn das, dann das nicht. Genau. Und was hat sich jetzt verändert genau? Wenn ich Lust habe auf was, dann überlege ich, warum habe ich jetzt Lust? Was für Gedanken stehen dahin? Oder ist es wirklich, weil ich jetzt wirklich die Lust drauf habe, auf den Geschmack und dann... Ist mir dann auch scheißegal, dann wird es gegessen. Dann darf es sein, genau. Ja, ja, cool. Also der Ansatz ist, wenn du das noch nicht kennst, denken, fühlen und handeln wie natürlich schlanke Menschen. Natürlich schlanke Menschen denken niemals drüber nach, ob Sahne jetzt Fett machen könnte oder ob man jetzt ein Eis essen könnte. Die machen das einfach, die denken doch nicht drüber nach. Und das darf man einfach lernen. Was heißt einfach? Also ja, man darf doch wirklich schon dran sein. Was hat sich denn Kleidergröße verändert oder kilotechnisch? Das interessiert bestimmt die Leute da draußen. Also bei mir ging es sehr schnell. Es waren 8 Kilo. Es war abartig. So schnell habe ich selber nicht gedacht, aber ja. Also aber es war ja so, wie oft bist du durch der Waage gestanden in diese 24 Monate. 24 Wochen. Gar nicht. Also am Anfang und zum Schluss. Und dann war es zack, um 8 Kilo. Ja. Wie cool. Ja, das kann passieren. Also wenn das cool für dich klingt, wenn du einfach weiter essen magst, was du wirklich willst, beziehungsweise vielleicht auch Dinge, die du dir bis jetzt verkneifst, dann überleg dir das ganz genau, beziehungsweise was überlegst du noch? Go! Ja, das heißt, hast du jetzt dein volles Ziel schon erreicht oder bist du noch weiter dabei? Ich bin eigentlich noch weiter, aber ich überlasse es meinem Körper. Ja, also das heißt, du kämpfst nicht, du musst nicht irgendwas extra machen, sondern ja. Du spürst genau, was es braucht und was es eben nicht mehr braucht. Ja. Und im Sport ist es inzwischen so, dass ich es mache, weil es mir nur noch Spaß macht. Mhm. Nicht mehr, du musst jetzt Sport machen, damit die Kilos runter, du musst mindestens so und so viel, sondern letztens habe ich eine Stunde dann im Fitnessstudio abgesagt, weil ich gesagt habe, okay, heute
zu viel Arbeit, kein Bock. Ich brauche Entspannung und nicht noch Anspannung. Ja. Und das ohne schlechtes Gewissen, das war bei mir auch ziemlich neu. Ich glaube, das ist mit dir ähnlich, weil wie mir, ich habe auch mal eine Phase gehabt, du hast auf dem Fitness jeden Tag eine Stunde auf dem Laufband. Dann bin ich eine Stunde gelaufen und denke, also komm, nochmal eine Stunde und dann nochmal eine Stunde. Also manchmal bin ich 3 Stunden gelaufen, wie so eine Bekloppte. Aber habe mir hinterher so ein Süßdrama, also es war so ganz, es war einfach, mein Kopf ist fast durchgedreht. Habe ganz viel auch so Power-Sache gemacht, Aerobic und Heat und was es so alles gibt. Und das war auch völlig ungesund. Also habe dann gemerkt, jetzt bin ich in so einer Spirale. Ja. Das war auch nicht gut. Und jetzt hörst du immer, was dein Körper braucht und es ist perfekt. Du musst dich nicht eingrenzen, einschränken, du musst dich nicht kasteien, du musst nicht irgendwie extra verzichten, du musst nicht extra irgendwelche Ernährungspläne einhalten. Mhm. Wie cool ist es denn, wenn du essen musst? Ja, ganz cool. Notfalls packe ich halt ein, da habe ich keine Hemmung mehr. Genau, wir müssen nämlich leer essen. Ja, das ist auch ein großer Punkt, dieses leer essen wollen müssen oder nicht wegschmeißen wollen. Das ist auch ein großer Punkt bei uns. Was würdest du sagen, war das Highlight? Oder gibt es was, was sehr schwer war für dich in diesem Programm? Ich glaube, die Hypnose bist du mich mal drin. Oh, ja, manchmal habe ich hier harte Fälle, aber das macht mir gar nichts. So. Nein, aber das war nicht schwer für mich nicht. Das war nicht schwer. Für mich auch nicht. Ich verlasse mich immer auf meine Intuition und auf dein Unterbewusstsein. Weil es gab ja einen Grund, warum du zu mir gekommen bist. Und dann wusste ich ganz genau, irgendwas passiert jetzt auf jeden Fall. Was Gutes für Diana. Ich habe es manchmal, dass dann die Teilnehmer denken, oh meine Güte, die Armi, was macht sie denn jetzt? Aber ich empfinde es gar nicht so als arm, weil ich dann denke, okay, das war's nicht, dann machen wir mal das. Ich habe eine riesige Werkzeugkaste und ich hole einfach eins nach dem anderen raus. Und wenn es wirklich das letzte Werkzeug ist, irgendwann, pam, dämmer's. Sehr, sehr cool. Was war denn für dich das Highlight? Ich glaube, die erste Hypnosesitzung haben wir mit den anderen zusammen gemacht, dass wir alle zusammen waren. Ja. Genau, das war toll und dann... Ja, ich habe ganz Gänsehaut jetzt wieder und das habe ich ganz oft, wenn meine Gruppen oder wenn die Coaches miteinander sind und hier war es jetzt wirklich eine Kleingruppe und er macht es auch gerne wirklich, weil diese tiefe auflösende Hypnosesitzung, die ist auch wirklich so tief, dass die Teilnehmerinnen, in dem Fall war es jetzt nur Rinne, dass die so eng zusammenwachsen und so vertraut zueinander hin, oder? Ja, also das war mega intensiv und das will ich jetzt nur noch so machen, als ich habe einfach gemerkt, das ist so, so schön und so wertvoll auch für diesen Gruppenzusammenhalt. Also wenn du bedenkst, oh meine Güte, wenn ich so alleine bin und was macht sie mit mir? Das machen wir hier im Schlankprogramm wirklich nur noch gemeinsam in Kleingruppe am liebsten. Also im Höchstfall würde ich sagen zu 5. Für uns war es jetzt 4. Also es ist alles möglich zwischen 2 und 5. Gut, was denkst du, müsste die Leute noch da draußen wissen? Was wäre für dich noch wissenswert gewesen, davor zu wissen? Eigentlich wusste ich ja schon. Für dich war die Infos, war gut so? Ja. Okay, also wie das abläuft ist, dass du bei mir meistens telefonisch ein Erstgespräch hast und dann entweder per Zoom oder wenn du nicht so weit weg wohnst, dann gerne auch hier im Zentrum, im Hypnosestudio, dass wir hier ein Beratungsgespräch haben, aber das geht eben wie gesagt online als auch vor Ort. Und hier erkläre ich einfach Schritt für Schritt für Schritt, was hier unsere Vorgehensweise ist. Und dann kannst du bestimmen, hey, ja, das passt zu mir, das fühlt sich auch gut an. Und ehrlich gesagt, ist für mich das Allerwichtigste, weißt du das noch? Das Allerwichtigste im Erstgespräch und im Beratungsgespräch war das Bauchgefühl. Ja. Weißt du das noch? Ja. Er fragt immer, was ist jetzt dein Bauchgefühl? Und wenn das weit ist und wenn es offen ist, wenn es zwar kribbelig ist und so, oh mein Gott, was kommt? Aber so, wow, ja Mann, dann machen wir es. Und wenn es so, so komisch ist und dann machen wir es lieber nicht. Was müsste die Leute da draußen noch wissen? Ich glaube, was wichtig war, war auch mal wieder zu hören, dass man selbstverantwortlich ist. Auch für sich selber, also dass man nicht immer die Umstände, also sich von denen bestimmen lassen soll, sondern sich um sich selbst kümmern. Ja. Du meinst dann die Kinder, der Mann, die Arbeit oder wie so, ich kann ja nicht für mich sorgen, weil das und das und das genau. Alles da. Genau.
Oh ja. Ich habe neulich mal so überlegt, hey, was mache ich eigentlich? Was ist mein Job hier? Und dann habe ich gedacht, wenn es jetzt einem 4-jährigen Kind erklären müsste, dann würde ich sagen, ich verliebe die Menschen in sich selber. Ja, weil das ist natürlich, Selbstliebe ist ein großes Thema hier bei uns, erst recht natürlich im Schlankprogramm, weil wo soll das herführen, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, dass du dich nicht selber liebst. Also da dürfen wir immer ansetzen. Also es ist mit dabei. Sonst noch was Wichtiges? Ja, man muss offen sein. Mhm. Offen. Sei offen für alles Mögliche. Offen für alles Mögliche. Nein, nicht schlimmer. Also, ja, ist ja. Das so. Du darfst bereit sein, neu zu denken und neu zu fühlen. Und schau, es ist ganz einfach, wenn es bis jetzt mit all diesen Diäten, die du schon gemacht hast, oder mit all diesem Verzicht und was es so alles war, wenn es mit all diesen Dingen nicht funktioniert hätte und du machst immer noch weiter, wo soll das hinführen? Es kann gar nie anders werden dann. Deswegen muss es so sein, dass du neue Wege gehst und dass du halt auch neue Dinge lernst. Ich sage nicht so gern ausprobiere. Also mir hier probiere, also dieses Programm überhaupt nicht, sondern ich sage immer, wenn du probieren willst, dann geh mal wo eine Pizza probiere. Aber wenn du wirklich was erreichen willst, dann tun wir es. Und nimm das ganz, ganz ernst. Ich habe hier einen Auftrag und ich bleibe wie so ein Wadebeißer-Coach dran, bis wir da sind, wo du hin willst. Und gibt es auch Dinge, wo du vorher nicht denktest, dass die auch passieren? Also gerade jetzt im Schlankprogramm kommen oft die Leute zu mir und sagen, ja, ich will einfach nur Kilos abnehmen. Aber meistens passiert viel mehr. Ja, weil es steckt immer dahinter. Ja, also wenn das Gewicht dein Thema ist, du steckst andere Dinge dahinter und die lösen wir natürlich auf. Wir lösen die Ursache auf. Warum überissest du oder warum speichert dein Körper diese Fettzelle? Warum kannst du diese Kilos nicht loswerden oder warum bist du sie bisher nicht losgeworden? Und diese Ursache, die lösen wir dann auf. Und dann gibt es schon auch Aufgabe, du darfst auch wirklich was dafür tun. So wie du gesagt hast, Selbstverantwortung ist ein großes Thema. Aber du kriegst die Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann weißt du, wie es geht. Gut. So ist noch irgendwas wichtig? Nö. Nö. Kannst du sagen, dass du, ich glaube, das war gar nicht so die Thema, gell? Aber würdest du sagen, jetzt liebe ich mich mehr wie vorher? Ja, also mir wurde auch vieles, was ich schon wusste, nochmal bewusster. Mhm, aber auch durch das Coaching, weil ich habe ja viel schon mir angeeignet durchs Lesen und so. Mhm. Aber wenn man es halt selber macht, ist es halt ja, da ist halt keiner, wo man einen Arschtritt gibt oder so. Ja, mache ich manchmal auch. Ja, keinen großen Arsch. Meistens müssen wir keine großen Arschtritte anwenden, aber wenn es sein muss, mache ich auch. Und es ist so witzig, weil meistens höre ich dann so, oder kriege dann eine WhatsApp, danke für den Arschtritt. Ja, das ist der coolste Job, finde ich, man darf Arschtritte verteilen und die Leute sind auch dankbar dafür. Ich glaube, ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst und für wen ist es geeignet? Für jeden, der Selbstverantwortung übernehmen will, ja, und ja, bereit ist und offen ist. Genau. Also das bedeutet, wenn du jetzt da draußen sitzt und sagst, ja, Monja soll mich verhexen, ich muss dann gar nichts machen, dann ist es nicht für dich geeignet. Aber wenn du sagst, ja Mann, ich will es jetzt wirklich, ich übernehme die Selbstverantwortung, ich folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, ich mache genau das, was Diana auch gemacht hat, dann bist du hier genau richtig. Also dann melde dich unbedingt und sonst warte lieber mal nochmal. Okay, also ich würde sagen, ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst. Wenn noch was auftaucht an Frage, dann meldet euch. Und dir, Diana, vielen, vielen Dank, dass du erstens mal mitgemacht hast, dass du so mutig warst, hier ja zu sagen, dass das Bauchgefühl für dich gestimmt hat, dass du es einfach gemacht hast, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so witzig war. Manchmal kommt man schon an so Stelle oder was für dich auch, dass du so denkst, und dann gehst du aber durch und dann ist es okay. Ja, es gibt schon mal immer wieder mal. Aber ja, dafür bin ich da. Dafür lernt man. Ja, vielen, vielen Dank, dass du auch so mutig warst, hier dieses Video zu machen für die Leute da draußen. Weil meistens hilft es halt auch einfach, wenn man weiß, hey, da gibt es wirklich jemand, die hat es echt erlebt und die hat es überstanden. Ja, die hat es überlebt. Und sie hat sogar in Schlank jetzt erlebt. Gell? Okay, vielen, vielen Dank. Und dir, wenn du fühlst, jetzt geht's weiter, hier geht's lang, dann melde dich. Und ansonsten wünsche ich dir einfach ganz, ganz gute Zeit. Alles Liebe. Bye, bye.